Hallo alle zusammen, schön Sie auf dem Kanal Hetman Software zu sehen. Heute im Video. Jetzt nimmt man eine Drohne, Android 13, Moncloud Studio Spalle Serie, der erste Browser der Welt und ein Lautsprecher so dick wie ein Blatt Papier. Jetzt nimmt man eine Drohne oder die Kontakte Selfie Drohne Pixie. Der Start hat eine Selfie Drohne im Taschenformat namens Pixie vorgestellt. Sie ist für die Aufnahme von Amateurfotos mit der gleichnamigen Message App konzipiert. Das Gerät hat keine Verstärkung und die Drohne fliegt auf einen vordefinierten Pfad, der über einen Schalter ausgewählt werden kann. Das Gerät wiegt nur 101 Gramm und verfügt über einen herausnehmbaren Akku. Nach Angaben des Unternehmens reicht die Ladung der Drohne für 7 Flüge von jeweils 20 Sekunden. Der Akku kann schnell ausgetauscht werden und weiterfliegen. Gleichzeitig kostet jede zusätzliche Batterie $20 und ein Gerät zum gleichen Aufladen von 2 Batterien kostet $50. Pixie ist mit einer 12-Megapixel-Kamera und einem 16 GB Speichermodul für die lokale Speicherung von Filmmaterial ausgetastet. Pixie ist mit einer 12-Megapixel-Kamera und einem 16 GB Speichermodul für die lokale Speicherung von Filmmaterial ausgestattet. Alle Daten werden mit der Snapshot App synchronisiert, die auch zum Bearbeiten und Teilen von Bildern mit anderen Nutzern verwendet werden kann. Das Gerät hebt mit einem ausgestreckten Arm ab und beginnt dann den Benutzer zu folgen und Bilder zu machen. Um die Drohne zu vervollständigen, musst du deinen Arm wieder ausstrecken und die Drohne landet auf ihm. Der Pixie hat jedoch keine Verstörung und der gesamte Flugprozess ist vollautomatisch. Das Pixie-Basis-Modell mit einem Akku und einem USB-C-Ladekabel wird 230 US-Dollar kosten. Ein erwarteter Bausatz mit 2 Batterien und einem speziellen Ladegerät ist für $250 erhältlich. Erste Beta-Version von Android 13. Google hat die erste Beta-Version seines mobilen Betriebssystems Android 13 veröffentlicht. Der Testboot kann nur exklusiv auf dem Smartphone des Pixel-Reich installiert werden. Es wird darauf hingewiesen, dass das Update nicht viele neue Funktionen enthält und die Änderungen hauptsächlich kosmetischer Natur sind. Die wichtigsten Änderungen an dem System sind: Der Verschnittbalken des Media Players in der Benachrichtigungsleiste ist jetzt animiert und der abgespielte Teil des Liedes wird in einer Wellenlinie angezeigt. Google behauptet, dass dieser Ansatz dazu beiträgt, die Abspielzeit mit einem schnellen Blick abzuschätzen. Die Zwischenablage wurde verbessert. Über die Benutzeroberfläche können Sie nun steuern, welchen Text aus welcher Anwendung kopiert wird. Sie können den kopierten Text auch im gleichen Menü bearbeiten. Smart Home kann nun gesteuert werden, ohne dass das Gerät entfernt werden muss. Für das Betriebssystem stehen 16 Farbkombinationen mit 16 Farben zur Verfügung. Das Symbol für die Systemabrichtung wurde umgestaltet. Das taktile Vibrationsfeedback im lautlosen Modus wurde wieder eingeführt. Nach der ersten Beta-Version werden 3 weitere Testbuilds erwartet, die bis zu August 2022 veröffentlicht werden sollen. Danach wird eine vollständige Veröffentlichung erwartet. Die Entwickler von Moncloud Studio haben ein Spiel namens Toten Feinden veröffentlicht. Im Quatsch-Spiel müssen sie feindliche Fahrzeuge mit Artillerie decken, die versuchen, Tschernobyl zu verlassen. Die Entwickler des Spiels vergleichen die Feinde mit Kakerlaken, die mit Zeitungen, Klappern, Hämmern und Hausschuhen getötet werden müssen. Von jeder Besatzungsquelle wird auf dem Bildschirm eine Miniskizze gezeigt, die von dem Zynismus und der Absurdität in Russland erzählt. Die Hauptrollen spielen die bekannten Führer unseres benachbarten Wahnsinnsstaates. Die Entwickler verurteilen die russische Aggression gegen die Ukraine und der Terror, den die Russen in zivilen Städten ausüben und haben zur Unterstützung ein zweites Spiel über den Krieg mit der Russischen Föderation veröffentlicht. Laut den Autoren sollen die Spielenspenden für die Streitkräfte der Ukraine, für humanitäre Zwecke und für den Wiederaufbau ukrainischer Städte sammeln. So war die erste Entwicklung der Autoren ein Spiel namens Putlera na Motylku, das zur Aufrechthaltung des ukrainischen Kampfgeistes und zur Beschaffung von Mitteln für die ukrainischen Streitkräfte entwickelt wurde. Die Spiele werden von Entwicklern aus Lviv und Kharkiv entwickelt.
Sergei Schirajew und Denis Kupets. Sie haben sich vor ein paar Jahren in die Entwicklungsnische begegnet und arbeiten bis zum 24. Februar an einem Reiseabenteuerspiel. Der erste öffentliche Browser in der Geschichte der Welt. Am 30. April 1993 wurde das World Wide Web öffentlich zugänglich und sein Code offengelegt. Sein Vater war der berühmte britische Programmierer und Entwickler Timothy Berners-Lee, der Schöpfer der Idee des Wide Web. Weltweites Netzwerkes. Der World Wide Web Browser wurde von Berners-Lee im Herbst 1990 als Teil der praktischen Umsetzung seiner Idee des Hypertext-Web entwickelt. Berners-Lee tat dies in der Interface-Builder-Anwendung des damals aktuellen und frischen Next-Betriebssystems für Next-Computer. Steve Jobs Projekt während seiner vorübergehenden Pause bei Apple. Nach ein paar Monaten enthusiastischer Arbeit war im Dezember 1990, kurz vor Weihnachten, die erste funktionierende Version des Browsers fertig. Auf dem damaligen monochromen Next Monitor sah es etwa so aus. Ziemlich vertraut und fast modern. Die Nachricht von der Ankunft eines so vielversprechenden Browsers verbreitete sich in den Internet Newgrounds. Andere Entwickler schlossen sich zum Berners-Lee Arbeit an dem Projekt an. World Wide Web verschwand recht schnell von der Bildfläche und machte anderen Projekten Platz. 1993 wurde es vom Mosaic Browser vom ersten Platz verdrängt. Ein Lautsprecher so dick wie ein Blatt Papier. Forscher am Massachusetts-Institut of Technology haben einen papierdünnen Lautsprecher entwickelt, der jede Oberfläche in eine Klangquelle verwandeln kann. Er gibt Audiosignale mit minimaler Verzerrung wieder und verbraucht dabei nur einen Bruchteil des Stroms, den herkömmliche Lautsprecher benötigen. Den Ingenieuren folge kann ein Lautsprecher von der Größe einer Handfläche und dem Gewicht einer Münze unabhängig von der Oberfläche auf die geklebt wird, Schall erzeugen. Als Trägermaterial von den Lautsprechern dienen Kunststoffsubstrate und Piezoelektrika. Auf ihrer Schlicht befinden sich kleine Kuppeln, die jede für sich vibrieren. Diese Kuppeln, die nur wenige Haarbreit sind, sind oben und unten von Anstandschichten umgeben, die sich vor der Montagefläche schützen, aber dennoch frei vibrieren lassen. Der Lautsprecher verbraucht nur 100 mW Leistung pro Quadratzentimeter Bodenfläche. Die Lautstärke des Lautsprechers beträgt 66 Dezibel bei einer elektrischen Spannung von 25 Volt und 1 kHz. Das bedeutet, dass das Gerät bei einem sehr geringen Stromverbrauch, wie ein normales Gespräch, bei einer Erhöhung der Frequenz auf 10 kHz steigt die Lautstärke auf 86 Dezibel, was etwa der Lautstärke des Stadtverkehrs entspricht. Der Lautsprecher kann eine aktive Geräusch- und Druckung um lauten Umgebungen wie Flugzeugguckings bieten. Wenn er Geräusche mit gleicher Amplitude, aber entgegengesetzter Phase erzeugt, kann der Effekt erzielt werden, dass sich Motorgeräusche und erzeugte Geräusche gleichzeitig übertonen. Das Gerät könnte auch für immersive Unterhaltung eingesetzt werden, zum Beispiel für dreidimensionalen Klang in einem Theater oder einem Vergnügungspark. Da der Lautsprecher leicht ist und wenig Strom benötigt, eignet er sich gut für Geräte mit begrenzter aktueller Zeit. Das war's. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Auf Wiedersehen. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können.
Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fond Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.